Man muss natürlich sagen, dass es Frauen heute zumindest auf den ersten Blick ziemlich einfach haben. Richtig Bock auf eine Beziehung haben viele dieser Ladies online meist eh nicht, auch wenn sie es dir vorgaukeln. Naja, die haben es eher auf deine Klicks, auf deine Likes und auf deine schleimigen Kommentare abgesehen. Sehr vielen reicht das nämlich schon und sie bekommen auch nicht genug davon. Das Problem für die ist halt nur, dass sie damit keine Qualitätsmänner anziehen, sondern das Gegenteil. Und dieser Typus Mann, der ist doch eigentlich derjenige, den man in die Hauptpflicht nehmen sollte, so wie ich das sehe. Die Frage hier ist natürlich auch, wer sexualisiert wen? Sexualisieren sich Frauen selbst oder werden sie von Männern sexualisiert? Natürlich trifft beides ein Stück weit zu, ist ja ganz klar. Männer gucken bei Frauen primär aufs Äußere und wollen zunächst mal ins Bett mit ihnen. Da ist nix, aber auch gar nichts falsch dran. Nur eben, dass sich sehr viele Männer hinstellen und meinen, ja, ich verurteile eine degenerierte Gesellschaft und promiskuitive Frauen, dann aber dennoch das Verhalten dieser Frauen validieren, ihnen nämlich Aufmerksamkeit schenken und auch mit ihnen anbandeln, beziehungsweise anbandeln würden. Denn dir, einfach so eine schöne Frau, die online sehr vernetzt ist, viele Internetprofile hat, gerne und viel am Chatten ist, dir solch eine Frau an deine Seite als dich liebende und treue Partnerin zu holen, das ist quasi unmöglich. Und selbst wenn du es tust, wäre das sehr nachteilhaft für dich. Guck mal, die bekommt online hunderte oder tausende Kriecherkommentare, Likes und lustige Herzchen zugesandt. Du glaubst doch nicht im Ernst, dass du ihr als relativ normaler Typ in der Offline-Welt genug sein wirst. Also von meinem Standpunkt aus sind Frauen mit der Nutzung von sozialen Medien eigentlich immer eine rote Flagge. Wenn du meinst, das gibt sich dann schon, sobald sie mit dir zusammen ist, naja, dann viel Spaß kann ich nur sagen.